In der Stasi-Nazi-Bahn kommt in diesem Jahr nicht einmal der Weihnachtsmann, nicht wegen der Spitzelsprache, die er nicht kann. Nein, Angst vor AIDS und Kinderschänder und Angriff von hinten von Lars dem Bender und Angst vor Morden, dem Ruf von Masern unter Tag, gleich neben den mit Eisplitt verhüllten Sarkophag. In den Nachbarseingang zu groß und klein will der Weihnachtsmann ganz und gar nicht rein. Obwohl auf der einen Seite ein Hund ganz fein und auf der anderen Seite die Wäscherei. Sind da Bums Hups nicht ganz sauber gemachte Enkelein. Auch der Weihnachtsmann seinen neuen Sack dort nicht nähen mag, obwohl der alte Pelzig da schon mürbe lag. In der Stasi-Nazi-Bahn kommt in diesem Jahr nicht einmal der Weihnachtsmann, nicht wegen der Spitzelsprache, die er nicht kann. Nein, Angst vor AIDS und Kinderschänder und Angriff von hinten von Lars dem Bender und Angst vor Morden, den Ruf von Masern unter Tag, gleich neben den mit Eisplitt verhüllten Sarkophag. Weil Stasi-Führer Tillich sich am liebsten nur zu Manfred Fenden, zu seinem Wasserkopf mit Mörderkänden, zum Bedienelement Peng vor Siemens, Tor kurz vorm Sarkophag, öffnet der Weihnachtsmann denen auch nicht seinen Sack. Und nachdem sie nahmen schwarz gebrannten Wimmerfranz Apfelkorn mit heim, bekamen sie Angst vor Psycho-Erika, die ruckzuck ihre Buchsen runterriss voll mit Keim. Und damit winkte sie am Fenster denen noch hinter drei. Nun baut der Weihnachtsmann denen nur noch Gitter dran, wie auch den Guck von nebenan. Das ist ein bisschen, 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 das ist ein bis